Und ich bin mal gespannt, was eure Kommentare dazu sind. So, und ab jetzt sind wir wieder in der normalen Aufnahme drin. Also, was wollte man machen? Wir wollten hier jetzt ein bisschen. So, wo ist jetzt die Treppe? Hier ist die Treppe. Okay, na, da muss ich doch noch Korbel mitnehmen. Als Unterfütterung. Und ein paar Stufen noch machen. Ich will nämlich noch zwei Sachen machen in der heutigen Aufnahme. So, das sollte reichen. Und Korbel noch genug. Das sollte auch reichen. Das nur sozusagen als Unterfütterung. Ihr werdet das gleich sehen. Ich will nämlich den Eingangsbereich zum Gefängnis ein bisschen umgestalten. Also müssen wir was essen. Und das denn mit diesem Vorraum, den wir ja in den letzten Folgen gemacht haben, zum Hotel verbinden. Also hier machen wir jetzt Folgendes. Hier werden wir das alles weghacken. Auch das und das. So, hier kommt die Unterfütterung. Das heißt, wir bauen das hier erstmal gerade weiter. Weg. Und das wird abgerissen. So, was steht denn hier drauf? Also, hier war ein Schild. Gefängnis erbaut 1343 bis 1308. Oh, ich habe mich jetzt aber sowas von erschreckt. Wo kommt ihr denn jetzt mit einmal her? Jetzt sind sie hier durchgelaufen, durch diesen finsteren Gang. Da ist richtig mein Herz. Also nochmal. Gefängnis. Das ist eine Katastrophe hier. Gefängnis 1343 bis 1358. 1343 bis 1358. Gefängnis erbaut 1343 bis 1358. Ja, es heißt erbaut. Ich weiß, danke. Okay, denn dieses kommt alles weg. Das ist mir nämlich nur im Weg. Woher ich das weiß? Aus meiner Kopie, 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 wie schon Gronk immer so schön sagte. Nicht wahr? Ich habe das diesmal auch gemacht, weil mir das hier zu kribbelig war, das Ganze so aus der Lameng zu machen. Deswegen habe ich das ja dann in Kopie gemacht. So, jetzt sind wir hier runtergeplumpst. Das war nicht so im Sinne des Erfinders, aber so ist ganz gut. Und dann machen wir hier noch zu. Das ist ja die gleiche Treppe, die wir im Prinzip hier hinten im Vorraum auch schon, oder wo war das jetzt? Hier hatten wir ja auch noch so eine, die Treppe, ne? Die war das. Wo ist denn der Vorraum? Da oben. Ach, da oben ist sie ja, genau, da geht sie hoch. Da haben wir ja auch zugemacht.
So, das kann auch weg. Das hier kann eigentlich noch hin. Das hier könnte man alles auskoppeln, ja. Hier vielleicht nicht mehr so. Aber hier oben. Hier ist ja sonst keiner. Alles auskoppeln und hier machen wir dann unseren unsere Steinziegeln hin. So, dann weiß ich auch, womit wir die Aufnahme heute füllen, mit den beiden Sachen, die ich bereits in der Kopie und so weiter gemacht habe. So, das ist jetzt hier der Vorraum. Sieht dann ein bisschen größer aus. Dann machen wir hier das Ding hin und hier das Ding und hier das Ding. Deswegen sind sie da nicht runtergekommen, weil ich denen die Treppe dazu gebaut hatte oder wie auch immer. So, und hier könnte man dann alles wegnehmen. Irgendwas, das lasse ich mal. Was ist da oben für ein Gang oder was? Mal gucken, eine Etage höher. Was habe ich da angegraben? Gar nichts. Ne, gar nichts. Also hier ist dann Sense. Da müssen wir aber irgendwann wieder runterkommen. Wir könnten eigentlich hier unten auch dann diese Dinge rausnehmen. Das wäre ja Platz, das wäre ja Materialverschwendung, habe ich gemacht. Verschwendung habe ich gesagt, rausnehmen habe ich gesagt. So. Bis hier wird ja noch das hingebaut und dann hier vielleicht noch einen weiter und dann bauen wir eine Treppe hoch. Und zwar genauso wie da. Eine Paralleltreppe. Ja, ja. Lasst euch überraschen. Paralleltreppe. Das wird allerdings jetzt keine Paralleltreppe eigentlich, sondern sie erstmal Licht machen. Und hier gleich wieder dunkel. Und gleich kommt die Hanse wieder vorbei, ja? Ja, das war natürlich eine Kopie nicht da. Wenn ich eine Kopie mache hiervon und nicht auf Tektopia spiele, habe ich ja die Typen hier nicht dabei. Na, das ist ja dann ganz anderes. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht, obwohl ich sie ganz am Anfang vermisst hatte, als ich da unten war, beziehungsweise in der letzten Folge vermisst hatte. So, wo geht's hier lang? Da seht ihr schon, wo wir daherkommen. Vielleicht seht ihr das schon. So, dann machen wir hier mal noch Licht. So, es ist jetzt 3.03 Uhr, wir haben eine Stunde aufgenommen, aber ich denke mal, ich kann diese Nacht 2 Stunden aufnehmen, diese Aufnahme, denn das wäre sicherlich nicht ganz so schlecht.
So, wo sind wir hier? Erstmal sind wir hier. Diesen Bereich, wo wir hier alles weghacken können. So. Da sind wir nämlich jetzt hier in diesem Vorraum angekommen. Und das hatte ich mir in der Kopie überlegt und ausprobiert. Und siehe da, es hat wunderbar funktioniert. Man kommt hier direkt hier raus. Hat dann, ich habe ja direkt noch Sand, Sandstein. Kann also hier alles noch schön auskleiden mit Sandstein. Das machen wir hier noch mal ein Stückchen weiter. Und dann sind wir hier in dem Bereich, hier wo die Toiletten da sind. Ah. Dann könnte man nämlich direkt hier bei den Toiletten, sage ich mal, vielleicht hier dieses ganze Ding weghacken. Und dann, wo sind sie jetzt? Ja, da. Die Eichenholzbretter. Wie spät ist es? Ich könnte schlafen. Und dann hier diese Eichenholzbretter. Und das werden die Toiletten. Das ist Toilette A, das ist Toilette B. Und hier machen wir dann zu. Da machen wir nicht eine dritte Toilette hin, sondern dann machen wir einfach zu. So, diese Toilette sieht jetzt so aus. Diese Toilette können wir auch so aussehen lassen. Dann kann das nämlich auch noch weg. So, dann haben wir hier die beiden Toiletten. Ne? Alles klar. Prima. Und hier machen wir den auch dicht. Hier habe ich noch zwei. Naja, gut. Oh, ein bisschen höher. Und das war es dann erstmal. Ja, brauchen wir auch nicht viel höher. So, hier ist jetzt irgendwo Licht. Aber weiß der Geier wo. Das kann natürlich noch weg. Und dann haben wir auch noch den Rest, die wir hier verbraten können. Um das dann ganz zuzumachen. Zack. So, da haben wir hier also die Toiletten vom Hotel. Nicht wahr? Dann geht es hier raus in den Vorraum. Hatte ich ja in der letzten Folge gesagt oder wann auch immer das war, was man hier machen könnte. Diskothek. Aber ich glaube, jetzt kommt man dann hier von, mit der Treppe von hier unten. Man könnte hier dieses als... Das sieht jetzt eher so aus wie so ein Treppenhaus. So, und dann machen wir hier das vielleicht noch weg. Und dann haben wir hier die Steinsäge. Dann ist der Durchgang 3 breit. Und dann haben wir auch so ein bisschen Symmetrie da drin. Wo sind denn jetzt die? Da sind sie.
So, dann können wir das hier auch machen. Dann haben wir so ein Doppeltor. Alles muss ein bisschen anhübschen hier. So, hier ging es dann ja, würde es dann heruntergehen. Aber ich bin doch jetzt mal, was ist denn da hinterher? Ist das jetzt nur das Treppenhaus noch oder was? Da muss ich jetzt mal reingucken. Wenn das nämlich nur von der Treppe ist, so wie sieht's aus, dann können wir das alles zumachen. Jo. Das ist jetzt nur die Treppe, da kommst du ja auch nirgendwo mehr hin. Dann machen wir die nämlich dicht. Da oben ist der Fußboden von dem Zwischenraum. Das habe ich bei der Kopie geflissentlicherweise nicht gemacht, weil es mir dann nur darum ging, wann, wo, was ist. So. Und jetzt soll das hier noch als Steinziegel und hier noch Kobel ausfüllen. Und hier dann mit Steinziegel die Wand machen. Hier mit Korbel ausfüllen. Ja. So. Da machen wir auch noch Kobel hin. Hier kommt dann die Wand. So. Und hier können wir dann alles zumachen. Irgendwie, was ist das? Da kommt auch noch einer hin. Und hier machen wir da eine Treppe hin. Ne? Hier vielleicht noch. Ja, machen wir es noch ein breiter. Oder den da weg, die müssen auch wieder weg. Ja. Und dann kommen hier Treppen hin. Und zwar diese hier. Ja, so nicht. Oder doch so. Dann machen wir das nämlich so. Okay, dann. Haben wir hier die Treppe vom Gefängnis hoch. Hier kommt dann noch Wand hin. Und dann haben wir da schon mal was Schönes abgetrennt. Vielleicht können wir das noch ein bisschen niedriger machen oder höher machen, würde ich sagen. Genau ausgleiten da oben, das sehen wir dann noch, aber wahrscheinlich mit Steinziegeln auch. Hier ist dann
Turm. Ja, machen wir das doch gleich mal her. So. Alles prima. Die Wände machen wir noch. Damit haben wir die eine Sache fertig. Das heißt, man hat hier den Weg außenrum und man kommt dann hier unten rum und hier kommt man hinten rum. Also drei Treppen. Dieses Ding kann ja auch weg dann. So, hier hätte man dann noch den normalen Sandstein hinzupacken als Boden. Und da müssen wir noch irgendwie Wände machen, aber das schauen wir mal. Geländer brauchen wir auch hier und hier fehlt natürlich noch irgendwie was an Fußboden, wobei ich jetzt da natürlich auch nicht weiß, ob wir vielleicht dann hier das Gewächshaus weiterbauen. Also das ist noch provisorium alles. Das hier auch noch. Das wird auch noch abgeändert. So, der nächste Punkt. Legen wir uns erstmal hin und dann machen wir den nächsten Punkt, wofür wir denn die Granit brauchen. Wir sind ja richtig aktiv heute. Na gut, dann tue ich dich erstmal weg. Ne, den Sandstein brauche ich ja noch. Den Korbel könnte man noch wegpacken. Und die Steinziegel. Und die Cobblestone-Stufen. Und Kies und so weiter. Das mache ich gleich noch.